Moin moin Leute, hier ist mal wieder euer Lukas am Start und heute habe ich wieder eine legendäre Waffe für euch und zwar die Volcano Sniper, die sehr effektiv gegen Fleisch ist, einen schönen Schaden hat und mehr können die eigentlich auch nicht. Also ist jetzt nicht die beste legendäre Waffe, aber durchaus eine coole und sehenswerte. Also wie die Waffe farmt ihr beim Warrior. Wenn ihr nicht wisst, wo der Warrior ist, dann schaltet das Video bitte ab. Oder ihr werdet den End-End-End-End-End-Boss aus Borderlands sehen. Und ich will ja euch eigentlich jetzt keine Spoilers bringen. So, was geht? Ihr killt den Warrior und betet einfach nur, dass er die Waffe droppt. Ja. Was wollte ich denn sagen? Achso, ja genau, ich habe mir jetzt eine Facebook-Seite erstellt, die werde ich euch hier mal eben im Video verlinken, hier oben links, und auch eine Livestream-Seite, die werde ich auch verlinken, und zwar oben hier rechts. Und zwar auf Facebook fände ich es ganz cool, wenn ihr liken würdet und mir sozusagen folgen würdet, weil da werden halt immer mal wieder so Abstimmungen kommen, ja, was als nächstes Video kommt und so weiter, und da könnt ihr mir gerne schreiben, was für Waffen ihr sehen wollt. Und also ein Quark, also deswegen liked meine Facebook-Seite und folgt mir bitte gerne auch auf Twitch, wenn ihr da Bock drauf habt, mal ein bisschen Black Ops 2 live Ausraster und Livestream zu sehen. Also ich werde eigentlich nur Livestream, wenn mal meine Eltern irgendwie nicht im Haus sind, damit ich auch meiner Wut freien Lauf lassen kann. Achso, ja, was ich euch noch ganz Wichtiges erzählen wollte, ist, mal schauen, ob wir was finden. Es wird bald eine neue Klasse in Borderlands 2 geben, und zwar den Psycho. Und für den Psycho können auch jetzt schon Class-Mods gedroppt werden. Ich habe ein Inventar, ich guck mal kurz, nee, hier ist nichts. Jetzt zeige ich euch gerade mal. Also, Moment. Also, gebt euch das, ja, hier. Class-Mod benötigt Psycho. Er gibt plus 1200 Leben, also es wird wohl eher sowas Tankiges, aber ich glaube, ich habe gehört, es wird auch was mit Nahkampf-Skill sozusagen, also die Fähigkeit ist dann mit dem Nahkampf, also ich denke, es wird eine fette Sache, und vergesst nicht auf Facebook zu liken und auf Twitch zu folgen, würde mich sehr freuen, und dann bis zum nächsten Mal.